Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Aileen und ja, ich möchte mit euch heute die Disney Legacy Challenge starten. Ja, ich bin ein riesen Disney-Fan und daher dachte ich, warum nicht? Und ja, ich weiß nicht, ich denke mal, viele kennen schon die Regeln dieser Challenge. Ja, es ist eine Mehrgenerationen-Challenge und Generation Nummer 1 ist Schneewittchen. Ja, wie bei jeder anderen Challenge auch, gibt es hier ein paar Regeln. Und ich werde euch kurz mal vorlesen, welche das bei Schneewittchen sind. Ja, also Schneewittchen muss 7 Kinder bekommen, ja, in Anlehnung eben an die 7 Zwerge. Jedes Kind muss ein schlechtes Merkmal besitzen. Alle Kinder sollten den gleichen Vater haben. Und Schneewittchen darf in dieser Zeit niemals die Tür für Fremde öffnen oder mit älteren Frauen reden. Genau. Genau, also, das hier ist unser Schneewittchen mit dem monströsen. Ups. Mit dem monströsen Pickelchen auf der Nase. Ich habe kurz ein kleines bisschen vorgespielt, weil ich mich so ein bisschen eingrooven wollte. Und genau, das hier ist das Haus, oh Entschuldigung, ohne Dach. Ja, das hier ist das Haus von unserer Snow Peters. Genau, das habe ich aus der Galerie runtergeladen und habe das Ganze ein bisschen vergrößert, um auch genügend Platz zu bekommen für mindestens 2 Zwerge. Genau. Habe es innen dann als diesen quasi diesen Windfang nicht verändert, den habe ich so gelassen, wie er war. Allerdings habe ich den kompletten Rest geändert. Ja, es ist schon ziemlich modern. Aber ich habe. Also, ich wollte, dass ziemlich viel Holz. Ziemlich viel Holz im Haus ist, damit es noch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Waldfeeling hat. Ich weiß auch nicht. Ja, genau. Das hier ist die Insel. Die in Windenburg ist, liegt. Genau. Und so, das sind sozusagen unsere Eckdaten. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es ist 23 Uhr, perfekt. Also, ich hätte das nicht besser starten können. Ja, gut, okay. Dann werden wir sie erstmal auf die Toilette schicken und danach direkt in the bed, because it's late. Wie man sieht, ich stehe ziemlich auf Custom Content, also ich hoffe, das stört keinen. So, und ich würde sagen, diese Nacht überspringen wir einfach mal schnell. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist 6 Uhr früh und ja, warum machen wir uns dann nicht etwas zum Frühstück und zwar einen Obstsalat? So, ich sehe gerade, also in dieser Challenge. Spielt das Geld jetzt keine große Rolle. Deswegen habe ich das auch alles schon eingerichtet und so. Aber ich möchte nicht. Ups, ich möchte nicht, dass sie zu viel Geld zur Verfügung hat. Deswegen werde ich dieses Geld jetzt auf 1000 setzen. Und ja, den Rest soll sie sich erarbeiten.
Ja. Sehr lecker. Dein Pickelchen ist auch noch da. Ich würde aber sagen, wir machen eine kleine Hautpflege. Die natürlich nicht am Pickel ändert. Super. Eine Augengesichtsmaske, ja. Du könntest dich natürlich auch zum Essen hinsetzen. Also nur so eine Idee. Hochgefühl wegen der dekoriert wegen guter Umgebung. Okay. Ja gut, dann räumen doch mal ab. Und ich würde sagen, dann kümmerst du dich als erstes mal um deine Pflanzis und ernte doch mal deine Rosen. Oh, ich sehe gerade, die haben wir noch nicht eingepflanzt. Das werden wir dann auch gleich mal tun. Pflanzen. Reg dich doch nicht so auf. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Ja, Dana, bewässerst du bitte noch den Garten? Ja. Benutzt noch ein Mittel bei den Blümchen, denn denen scheint es mir nicht ganz gut zu gehen. Ein bisschen Honigsamen und Bienenwachs. Okay, das müsste ich vielleicht auch noch ein bisschen verschieben. Finde es natürlich auch total nice, wenn. Naja. Ich glaube, wir machen erstmal bei ihrer Malereifähigkeit weiter. Denn irgendwie müssen wir an Money Money kommen. Okay. Und eine Voodoo-Puppe. Die Voodoo-Puppe kann nur in der Nähe und nicht an Kinder gebunden werden. Oh. Nicht schlecht. Ja, was machen die ganzen? Naja, egal. Ich überlege.
Ja, ich weiß auch nicht. Mit einem Sim ist es immer ein bisschen. Ja. Teilweise ein bisschen langweilig dann, wenn man alles nur in normaler. Ups. In normaler. Oh mein Gott. Im normalen Tempo. Im normalen Tempo spielt. Ja. Daher kann es sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen vorspule. Okay. Fröhliches Dekor. Okay. Wenn man sich beim Arbeitsamt registrieren lässt, hat man dann quasi einen Job, also wenn man das von zu Hause aus leitet, frei oder irgend sowas. Malen, Gärtnern, Gärtnern. Handkellen? Keine Ahnung. Und dann? Oh, okay. Nicht schlecht. Na gut, also dann gibt es zumindest mal nicht mehr Arbeitslos. Das ist doch auch schon mal was. Boah, diese eine Fliege hier, die geht mir so auf den Senkel. Oh, Snow, lass es bitte ein bisschen was wert sein. Naja. Und dann gehst du mal eine Runde pieseln. Heute ist Dienstag. Da würde ich sagen, wir machen einen kleinen Ausflug in die Stadt, in Windenburg, denn ich habe da ein paar neue Sachen platziert und die möchte ich mir ganz gerne anschauen. Aber nur dezent. Und what's up in the club? Irgendwie gar nicht. Hat keiner Bock. Mittags um. Ah. Ja gut, dann lies doch mal einen Bogen. Angeln Sie hier. Warum nicht? Lese, angeln Sie hier. Ist das? Aufpassen. Ach so, und das hier ist jetzt auch schön dekoriert, ja? Na, ich weiß ja nicht. Nicht so meins, aber es halt mit Bibliothek, ne? Was kommt wieder? Okay. Und was Interessantes?
Wer bist du denn? Warum trägst du einen Schleier? Irgendwie immer die gleichen Leute, ne? Oh nee, wir Bagatti. Das ist nett aus. Veronica Braun. Willst du unsere Freundin sein? Stell dich doch einfach mal ganz freundlich vor. Ja. Vielleicht creepy aus. Hallo, ich bin die Snow. Wer bist du? Kobe. Was machst du gerne? Florib Essenoy. Rede ein bisschen über eure Interessen. Und empfehle ihr eine Creme oder was auch immer. Oh, kleptomanisch. Deswegen hat sie auf jedes Tablet eingesteckt. Okay. Ja, erzähl dir doch eine unglaubliche Geschichte, wie du hier nach Windenburg gezogen bist. Und mache, ja, parodiere jemanden. Aber psst, nicht so laut. Das ist bestimmt die böse Bibliothekarin, die gleich ruft. Sie kocht schon so. Kamaud ist es, nein, ist kein Transgender. Nein, Romantik, oh nein, nein, nein. Frag sie doch mal nach ihrer Karriere. Okay, dann nicht. Tschüss. Wir wurden einfach stehen gelassen. Frag mal, guck dir das mal an. Ja, und was machst du da? Im Internet. Ja. Was sagst du denn? Nein. Mit dem möchte ich nicht sprechen. Ja gut. Ich glaube, wir haben lange nicht mehr verbracht. Und fahren dann mal nach Hause, bevor der uns tatsächlich noch anspricht. Also manche sind einen schon. Also. Machen einem keine Angst, aber ich bin schon ziemlich creepy. So. Oh, wir hätten noch irgendwas. Nee, egal. Dann machen wir uns selber einfach was dazu, würde ich sagen. Und kochen und Gemüseteigtaschen. Genau das war ein Takt von. Gegen Persönlichkeitsstörungen wendet sich immer an seiner Vorstellungskraft und seinem Tagtraum. Ertrinken immer in der Tiefe ihrer Gedanken, Fantasien und Ideen. Oh, das muss ich da reinschnippeln. Ein bisschen Salat. Okay.
Fähigkeit 2. Perfekt. Was ich unbedingt auch mal leveln möchte, ist die Bugfähigkeit. Ich glaube, ich habe die noch nie wirklich gespielt, hochgelevelt. Vielleicht maximal auf Level 2 oder so. Aber das kriegt man schon hin. Hast du so eine Abneigung dagegen, dich hinzusetzen? Also nein, ich habe dir so ein wunderschönes Tischchen dahingestellt. Das mit Ausblick in so wunderschöne Landschaft, ja. Und du stehst einfach mitten in der Küche. Genau, dann wasch doch ein bisschen ab und wow, ist aber Eichhof, ne? I don't like this. Besser, deutlich besser. Gut, und ich würde sagen, dann schaut man sich mal eine Romanze an. Kann ich irgendwie nicht verstehen. Okay. Ja, und währenddessen Snow. Sich diese Romanze anschaut, denkt sie sich. Ach, eigentlich möchte ich nicht länger alleine sein. Und denkt sich, hey, ich bin doch noch jung. Warum sollte ich nicht den perfekten Partner für mich suchen? Und wird sich jetzt an den Computer setzen. Und zwar wird sie recherchieren. Na. Anmachsprüchen. Denn, ja. Sie überlegt sich, wie spricht man denn am besten, beziehungsweise wie lernt man denn am besten jemanden kennen, wenn man neu in der Stadt ist und in der Bibliothek und so nicht so viel los ist. Und kommt auf eine neue App. Und zwar auf die Sinbad. So, und dann schauen wir doch mal, wen wir da so alles finden. Und wie man sich vielleicht denken kann, habe ich schon jemanden ins Sims-Universum gesetzt.
Und ja. Und ich denke, Snow findet ihn auch ziemlich interessant, den Mr. Charming White. Bereit für Liebe, wegen Suchen nach Anmachsprüchen. Du hast recherchiert und die besten Anmachsprüche des ganzen Internets in der Tasche, um sie im richtigen Moment zu zücken. Romantische Komödie angesehen. Nach der Betrachtung dieser pikanten Romanze sind die koketten Tendenzen sehr stark. Simba-Chat. Ein gemütlicher Online-Chat, ein paar charmante Worte hier und ein wenig Flirten dort. Vielleicht wird mehr dabei heraus, hoffentlich zeigt das Bild den echten Sinn hinter diesen Sätzen. Ja, das hoffe ich auch für dich, liebe Snow. Aber es scheint ja, romantisches Interesse ist noch zu früh, um genaueres zu sagen, aber es könnte was daraus werden. Was hat dir denn nicht gefallen? Ich sehe gerade, ich habe jetzt zweimal die gleiche Pflanze hingesetzt. Fail. Ja, ist nur, ich warte noch ein bisschen. So, und ich denke, es wird jetzt auch schon ziemlich spät. Deshalb solltest du vielleicht noch eine Runde baden gehen. Um dann zu schlafen. So, und ich glaube, mit diesem Bild der badenden Snow, die gerade an ihr kleines Dating-Abenteuer denkt, werde ich den Part auch beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.